Warum versteckt sich wohl Fu? Der geheime Lebensmittelladen. Wow, Wulfu und seine Freunde kampieren in einem Haus. Wenn sie hungrig sind, dann geh schnell in Bissbude der Wolfsgeschwister. Hör auf zu essen, das ist zum Verkaufen. Was will Lucy tun? Tanner hat Hühnchen bestellt. Kannst du ihm das liefern? Es ist vorbei. Lucy wird das ganze Essen essen, anstatt es zu verkaufen. Pando! Oh nein! Ich wusste sofort, dass Wulfu einen Weg finden würde. Kann ich einen Burger haben? Hat Lucy jetzt ihre Augen geöffnet? Wulfu, wo bist du? Na also, Wulfus geheimer Imbiss. Klopfe einfach dreimal an die Tür. Diesmal wird Lucy eine Lektion fürs Leben lernen. Woher habt ihr das? Von Wulfu. Lucy hat es gesehen. Ich will auch mitmachen. Nein! Wulfu muss sich verstecken, weil du nicht nett gespielt hast. Es tut mir leid. Nancy, wo bist du? Lucy! Geheimes Zimmer unter dem Bauernhof. Nächste Stufe. Hey! Die Zeit ist um, Lucy. Auf geht's, Kinder! Aha, wo wollen die denn hin? Dann bis später. Ja. Seid ihr bereit für Spaß auf dem Bauernhof? Ja. Aber ich will Videospiele spielen. Wow. Lasst uns mit Wulfu auf Entdeckungsreise gehen, Leute. Das sind alles saubere und super leckere landwirtschaftliche Produkte. Nancy! Nancy bleibt im Bett, weil sie Bauchschmerzen hat. Lass uns ein paar Kartoffeln ernten. Ich gehe zurück, um Frau Schwein zu helfen. Sag niemandem, dass ich so getan habe, als wäre ich krank. Ich werde nichts sagen, wenn du mich spielen lässt.
Wo ist Lucy? Ich dachte, sie wäre hier. Oh nein! Lucy! 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 Oh, die Leute wissen immer noch nicht, dass es einen geheimen Raum unter dem Bauernhof gibt. Nächste Stufe. Nächste Stufe. Nächste Stufe. Lucy! Lucy! Nächste Stufe. 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 Dieser Keller ist für die Lagerung der Winterernte gedacht. Dein Herumschleichen könnte gefährlich sein. Habt ihr die Folgen gesehen? Wir versprechen, das nicht mehr zu tun. Denkt daran, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort Spaß zu haben. Wulfu! 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 Oh, wo ist Wulfu? Wulfu, was ist los? Es tut mir leid. Nein, nein, nein! Es tut uns leid. Oh, Wulfu wird ständig von seinen Freunden belästigt. Oh nein. Es tut mir leid. Ich will einen privaten Platz zum Spielen, aber es ist so schwer. Was für eine Idee hatte Molly denn? Du kannst hingehen und spielen. Aber es ist ein bisschen eng. Komm her, Wulfu. Ja, ich hab's. Auf Wiedersehen. Wow, es stellt sich heraus, dass Molly die Idee hatte, einen Geheimraum im Schulspind einzurichten. Verdammt, ich muss auf die Toilette gehen. Oh mein Gott, abgesehen von Molly weiß niemand, wo Wulfu ist. Leute, hat jemand Wulfu irgendwo gesehen? Wulfu! Wulfu! Oh nein! Oh nein! Wulfu wurde sauer auf uns, also ist er gegangen. Leute, ich weiß, wo Wulfu ist. Wulfu! Wulfu, du hast uns alles so besorgt gemacht. Es tut mir leid, ich wollte nur einen ruhigen Platz zum Spielen finden. Ich verstehe, aber wenn du irgendwo alleine hingehst, solltest du es mir sagen. Oh, wenn ein Außenstehender den Spind versehentlich abschließt, wie kommt Wulfu dann raus? Ich hab's! Halte dein Töpfchen sauber. Sieh
sieht aus, als wollte Jenny aufs Töpfchen gehen. Willst du das nicht sauber machen? Igitt, Wufo muss jetzt das Töpfchen waschen. Mach es sauber, Wufo. Wufo wäscht das Töpfchen so unvorsichtig. Wow, hier drüben sieht Pandolas Töpfchen so sauber aus. Das arme Töpfchen von Jenny. Das ist deine Schuld. Oh. Du musst alles sauber halten, sonst steckst du dich mit Bakterien an. Oh, seht ihr, wie wichtig es ist, alles sauber zu halten. Lass es mich wieder gut machen. Ich werde mich von jetzt an gut um dich kümmern. Hallo! Oh. Hallo! Überraschung! Oh! Wessen Bett ist besser? Überraschung! Leute, ist das nicht schön? Ich trage es heute Abend bei der Pyjama-Party. Hier ist meins! Sieht gut aus, oder? Ja. Achtung an alle. Bitte denkt alle daran, dass der Strom heute Nacht abgeschaltet wird. Aber alles bleibt sicher. Oh nein, wenn der Strom heute Nacht ausfällt, wird die Schlummerparty sehr heiß werden. Dann macht die Pyjama-Party keinen Spaß mehr. Wufo, wie kann ein Drache so hoch fliegen? Weil am Himmel starker Wind weht, der den Drachen hochfliegen lässt. Wow, auf welche Idee ist Lucy gekommen? So schön. Was für eine tolle Idee. Oh, ich mache dein Bett höher, damit es kühler ist. Es ist so kühl hier oben, Lucy. Na gut, mal sehen, wer das Bett höher machen kann. Ja! Stopp! Kinder, so hoch kann man ein Lego-Bett gar nicht bauen. Oh nein, sie werden unerwartete Dinge treffen. Das ist so gefährlich. Und wie können wir uns jetzt kühler fühlen? Wow!
Wenn wir auf dieser Wassermatratze liegen, haben wir keine Angst mehr vor der Hitze. Diese Idee ist so kreativ, nicht wahr? Wow! Schau! Molly, der Raum ist überflutet. Molly, ich gehe zur Arbeit. Bleib zu Hause und sei vorsichtig. Ja. Ja. Los! Ja! Oh, es ist so heiß heute. Ich muss ein Bad nehmen. Oh, sieht aus, als hätte Molly vergessen, den Wasserhahn im Bad auszudrehen. Und, oh mein Gott, jetzt steht das ganze Haus unter Wasser. Oh nein! Was soll Molly jetzt tun? Ja? Schau! Leute, helft mir! Wow, Mollys Freunde sind so nett. Immer bereit, ihm zu helfen. Bist du okay? Mir geht's gut. Molly, komm runter und schwimm. Los geht's! Überrascht? Jetzt ist das Haus wie ein riesiger Ozean. Sie können so viel spielen, wie sie wollen. Hey, Leute! Hey, gebt mir all euer Zeug! Auf keinen Fall! Jetzt ist nicht die Zeit, um im Wasser zu spielen, Kinder. Wir müssen zuerst das Haus trockenlegen. Aber wie? Wow, Mollys Vater hat ein Abflussloch für das Haus gegraben. Denk daran, den Wasserhahn zuzudrehen, wenn ihr ihn nicht benutzt. Es tut mir leid, ich hab's verstanden. Oh. Ja! Reiche gegen Pleite Rucksäcke. Wow, welches Geschenk hat Bufo für Nancy? Mein Geschmack ist immer der beste. Ich will auch so einen Rucksack. Ach so, was wird Wulfo jetzt tun?
du bereit für den coolsten Rucksack aller Zeiten? Wow! Ich habe eine Überraschung für dich. Oh, wie neugierig. Nancy, ich habe auch einen goldenen Rucksack. Das nennst du Rucksack? Mann, Wulfo ist so kreativ. Wie machst du ihn? Er kann nicht mit meinem goldenen Rucksack mithalten, oder? Oh nein, der Papprucksack von Lucy wurde nass und zerstört. Jetzt wisst ihr alle, dass mein Geschmack besser ist. Nicht jetzt, Bofo. Lass uns zusammen noch einen machen. Es tut mir leid. Ich hätte nicht so gemein sein sollen. Darf ich mich zu euch setzen? Wähle nicht die falsche Mami. Wulfo, hilf mir, das wegzuwerfen. Wulfo, kannst du mir Jennys Flasche geben? Bitte bring den Blumenstrauß zu Pandos Eltern. Nein! Oh, Wulfo geht auf den Spielplatz. Hallo! Ja. Aha, Pando arbeitet hart. Willst du mit mir auf den Spielplatz gehen? Geh mit Wulfo rumhängen, Schatz. Nein, ich will dir bei der Hausarbeit helfen. Wow. Ich werde später kommen. Wusstet ihr, dass wir uns als Babys unsere Mütter aussuchen durften? Ist das richtig? Hey! Panda und ich haben uns wohl die falsche ausgesucht. Beeilt euch! Welche Mutter würdest du wählen? Aha! Du musst gar nichts tun. In diesem Fall möchte ich, dass meine Mutter Frau Bu ist, damit sie mir jeden Tag beim Singen helfen kann. Every day you brush your teeth, use the day to floss.
Ich will auch, dass sie meine Mama ist. Oh, ihre Fantasie ist interessant. Was ist mit dir, Pando? Meine Mama ist krank, deshalb will ich ihr einfach helfen. Wow, Wulfo hat Mama geholfen, das Haus zu putzen. Und was ist mit euch? Die geheime Basis. Mami, Lucy und Nancy belästigen uns ständig. Oh. Was haben Lucy und Nancy getan? Wir haben gerade eine Menge zu tun. Gebt euer Bestes mit den Babys, okay? Nein! Nun, welche Idee hat Wulfu? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Piggy! Wow, Wulfu hat eine geheime unterirdische Basis geschaffen. Weggeschlichen. Ja. Hier unten gibt es kein Essen. Oh mein Gott. Werden die beiden Kinder das Essen in den Keller bringen? Solltet uns helfen, auf eure Schwestern aufzupassen, wenn wir beschäftigt sind? Sie bringen immer alles durcheinander. Eigentlich wollten sie nur mit euch spielen. Kinder, esst nicht so viel Süßigkeiten. Essen, um eine Süßigkeitenprinzessin zu werden. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Leute, kommt mit mir in die Süßigkeitenwelt. Dort gibt es viele leckere Süßigkeiten. Ja, Lucy, du gehst zuerst. Ich komme später nach. Lass uns mit Lucy auf Entdeckungstour gehen. Fantastisch!
den leckeren Kuchen und Süßigkeiten kann Lucy gar nicht Nein sagen. Ich habe genug gegessen. Ich muss nach Hause gehen. Wenn du hier Süßigkeiten isst, musst du für immer hier bleiben. Oh nein! Hör auf! Nancy, iss keine Süßigkeiten, sonst wirst du so fett wie ich. Mach dir keine Sorgen, ich rette dich. Lauf! So cool! Ich gehe ein bisschen spielen. Oh nein! Oh mein Gott! Nancy hat Lucys Erinnerung vergessen. Jetzt kommt sie aus der süßen Falle nicht mehr raus. Lucy! Hilf mir! Zu viele Süßigkeiten essen macht nicht nur dick, sondern verursacht auch Karies. Ja, wir haben es! Lucy, hilf mir! Eingesperrt in einem geheimen Raum. Ah, die beiden Geschwister feiern zusammen eine Teeparty. Ich spiele nicht mehr mit dir. Ich brauche einen Ort zum Verstecken vor Lucy. Beeil dich! Hier, nimm mein Vergnügungszimmer. Oh, das ist so geheimnisvoll. Bufu, halt! Oh, was wird in diesem Universum wohl lustig sein? Lasst uns das mit Wulfu erkunden, Leute. Und jetzt geht's zum Mond. Wow, auch auf dem Saturn gibt es viele neue Dinge. Wulfu schaut amüsiert. Oh nein, was ist denn da los? Oh mein Gott, jetzt kann Wulfu nicht mal mehr die Fernbedienung finden, um nach Hause zu gehen. Wird er hier festsitzen, bis er alt ist? Wulfu, sei nicht böse auf mich. Mach dir keine Sorgen. Jetzt weiß ich, dass es besser ist, mit dir zu spielen, als allein zu sein. Ah?
Jennys Pizza. Oh, wenn sie ihre beiden Geschwister sieht, wie sie leckere Pizza essen, bekommt Jenny auch Lust. Machen wir noch eine. Stopp, das kannst du nicht auf die Pizza tun. Vertrau mir, sie wird es mögen. Mama hat gesagt, Gemüse ist gut für Babys. Gibt es eine Möglichkeit, dass ihr beide zufrieden seid? Wow, auf der einen Seite ist eine Gemüsepizza, auf der anderen eine Süßigkeitenpizza. Für welche wird sich Jenny entscheiden? Was macht ihr denn da? Ulfus Pizza ist gesund, aber Jenny kann noch keine Pizza essen. Lucys Pizza kann Karies verursachen. Was wird Jenny jetzt essen? Hurra! Die leckere Schüssel Haferbrei wird die beste Wahl für Jenny sein. Der geheime Raum unter der Treppe. Darf ich mir das ausleihen, bitte? Okay. Ja. Nun, was wird Wulfo mit diesem Schatz machen? Mami, Mami, willst du etwas Cooles sehen? Später, Wulfo. Mama und Papa bemerken mich nie. Mal sehen, ob sie das nachher tun. Oh, was ist Wulfus Plan? Wow, es sieht so aus, als würde er einen geheimen Raum unter der Treppe bauen. Mama und Papa werden mich ja nie finden. Bulfo, lass uns gehen, Schatz. Oh nein! Bulfo! 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 Oh mein Gott! Wulfos Eltern sind sehr besorgt und suchen überall nach ihm. Hm.
Oh. Wir haben versucht, unsere Arbeit früher zu beenden, damit wir dich ins Restaurant bringen können. Es tut mir leid, dass ihr euch Sorgen gemacht habt. Manchmal sind Eltern sehr beschäftigt, aber sie lieben uns trotzdem, Leute. Vier Elemente Automat. Oh, was liest Lucy? Elementare Götter sind so mächtig. Ich glaube, sie haben alles erschaffen. Oh, wirklich? Erzähl mir davon. Okay. Unmöglich. Kann ein Elementargott wirklich einen Automaten erschaffen? Lass uns ein paar Sachen kaufen. Gegenstände können größer werden wie normale Gegenstände. Wow, das winzige Samenkorn verwandelte sich in einen Baum, sobald es den Boden berührte. Es ist nicht echt. Beruhigt euch, Kinder. Lasst uns einen Ausflug machen. Na, na, na. Wo will Papa Wolf die kleinen Freunde jetzt hinbringen? Hallo, Herr Zebra. Können wir reinkommen? Sehr viele Dinge in unserem Haus, wie diese Grills dort, werden in der Fabrik hergestellt. Ja, wir haben es geschafft! Etwas essen, um gesund zu sein. Lucy, du solltest mehr Gemüse essen. Oh, was wird Lucy jetzt tun? Oje, Lucy will also Wulfus Teller tauschen. Lucy, du hast es geschafft, richtig? Lucy, willst du mit mir spielen?
Wow, mal sehen, wie Wulfos Spiel so ist. Wird Lucy eigentlich so schnell müde, obwohl sie so viel Fleisch und Kuchen isst? Das Spiel ist vorbei. Warum rennt Wulfo so schnell? Weil Wulfo alle Arten von Nahrung isst. Jedes Nahrungsmittel liefert eine Art von Nährstoffen, die du alle brauchst, um gesund zu sein. Ja. Der Unterschied zwischen links und rechts. Im Wohnzimmer spielen Wulfo, Panda und Cat ein Rennvideospiel. Biege links ab. So einfach. Oh, Wulfo ist falsch nach rechts abgebogen. Ich bin dran. Ich werde definitiv gewinnen. Mal sehen, ob Panda Cat schlagen kann, wie ihr gesagt hat. Rechts abbiegen. Oh, Panda ist also wie Wulfo. Kann nicht zwischen links und rechts unterscheiden. Ich gewinne. Cat, warum bist du so gut darin? Weil Cat den Unterschied zwischen links und rechts kennt. Wie? Keine Sorge, ich bringe es dir bei. Großartig! Links, rechts. Links, rechts. Wir haben es! Gut, jetzt lasst uns spielen. Wow, Wulfos Papa hat ein Labyrinth gebaut. Passiere dieses Labyrinth, um mein Geschenk zu erhalten. Denke daran, den Pfeilen zu folgen, die dir den Weg zeigen. Zu aufgeregt. Wer bekommt denn nun das Geschenk von Wulfos Papa? Bieg links ab. Warte, Panda. Oh nein. Panda kann immer noch nicht den Unterschied zwischen links und rechts erkennen. Rechts, rechts, rechts. Ich habe es. Links. Ja. Los geht's. Hurra. Die drei Kinder haben endlich das Geschenk von Wulfos Papa gefunden. Das ist so lustig. Ich will auch lernen. Der Poppit-Laden von Lucy. Nun, Lucys Poppit-Stücke sind voller attraktiver Formen und leuchtender Farben, nicht wahr, Kinder? Los geht's!
Wulfo, Pando, wollt ihr Pop jetzt kaufen? Oh nein, Pando ist gestolpert und hingefallen. Wulfo wird in Lucys Laden hineinstürzen. Oh je, Lucys Laden wurde auch noch von Wulfo und Pando umgeworfen. Und was werden die beiden Freunde jetzt tun, um für Lucy zu büßen? Was sollen wir jetzt tun? Wir können es aus vielen verfügbaren Materialien entstehen lassen. Mama, wie kann man ein Pop-It mit einer Flasche machen? Aha. So cool! Kinder, benutzt diese Sachen, um mehr Pop-Its zu machen. Ja! Erledigt! Wuhu! Cool, Pando! Für dich! Ja! Wow! Kinder, schaut mal! Die von Wulfo und Pando gebastelten Pop-It-Teile sind fertig! Cool! Lucy, entschuldige, dass ich vorhin deinen Pop-It-Laden ruiniert habe! Ja! Lucys winzige Villa. Wow, welches Unterhaltungsprogramm sehen Sie, das Sie so glücklich macht? Wulfo, ich will ein kleines Haus. Ich kann dir sogar ein witziges Häuschen bauen. Wow, was war Wulfos Idee? Warten wir es ab. Dank Wulfo und Alien konnte sich Lucy ihren Wunsch nach einer eigenen kleinen Villa erfüllen. Das ist der Wahnsinn! Schau mal, Lucy ist so aktiv. Ich will was zu essen. Wow.
nein, Lucy hat aus Versehen die Villa gesprengt. Und jetzt zieht dieser Ort eine Menge Kakerlaken an. Was soll Lucy tun? Es tut mir leid, dass ich es vermasselt habe. Ich werde alles tun, um es wieder gut zu machen. Oh Mann, jetzt tauschen wir die Positionen. Lucy wird diejenige sein, die ihren Bruder und den Freund bedient, um sie zu entschädigen. Wer ist der Lügner? Oh nein, jemand hat Wulfos Lego-Turm zerstört. Mal sehen, wer könnte jetzt der Täter sein? Wer hat meinen Lego-Turm kaputt gemacht? Oh, wen ruft Wulfo an? Erst rein. Wow, es stellt sich heraus, dass Wulfo Alien angerufen hatte, um sich den Lügendetektor auszuleihen. Es tut mir leid, dass ich deinen Turm kaputt gemacht habe, aber ich habe ihn schon wieder aufgebaut. Oh je, wenn nicht Pando, dann könnte der schuldige Cat oder Piggy sein. Es tut mir leid, Wulfo, aber ich habe ihn auch schon wieder aufgebaut. Schweinchen! Sieh dir mein Auto an! Oh Mann, vielleicht ist also Cat die Schuldige. Cat? Schau! Seltsam. Habt ihr schon erraten, wer der Schuldige ist? Lass uns den Lego-Stapel untersuchen, um die Hinweise zu finden. Ja! Ja! Ich glaube, ein nasser Vogel ist hereingeflogen und hat meinen Lego-Turm beschädigt. Kinder! Das ist richtig, Wulfo. Lasst uns gemeinsam den Lego-Turm wieder aufbauen. Ja! Yeah! Wow, einen schokoladenverstecktes Regenbogenhaus? Wuhu! So attraktiv. Regenbogenessen Herausforderung. Oh! Ah!
Na klar, Wolf und seine Mutter und Großmutter können diese interessante Herausforderung nicht verpassen. Na also, was wird Oma Wolf kochen? Warte! Mein Kuchen ist in 30 Minuten fertig. Ja, großartig. Nichts ist schwierig für Oma Wolf. Weißt du, was das für ein Gericht ist? Aha. Tada! Mama Wolf ist auch sehr kreativ. Was ist das für ein Regenbogengericht? Aha! Sieht aus, als wäre Wulfos Ansatz schiefgegangen. Oh nein! Was soll ich jetzt tun? Mach dir keine Sorgen, Wulfo. Hilfe ist da. Na also, das Äußere ist sehr schön, nicht wahr? Was das Innere angeht, ist es nicht unbedingt lecker. Leckere Regenbogenpizza ist fertig. Prinzessin Lucy liebt den fettigen Käse. Welche Pizza mag Lucy? Was brauchst du, Prinzessin? Eine Pizza, bitte. Ja. Ja. Prinzessin Lucy wird meine Pizza bestimmt mögen. Lass das Spiel beginnen. Der Teig ist geknetet und in Stücke geteilt. Jetzt noch den Belag drauf und schön dekorieren. Mami Wolf ist so kreativ. Viel Schokolade zu essen könnte Prinzessin Lucy fettleibig machen. Deshalb hat ihre Mutter stattdessen Pilze verwendet. Nein, 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 nein! So ist es richtig. Prinzessin Lucy liebt es, Gelee zu essen. Nichts kann es Oma Wolf schwer machen. Das brokkoliförmige Gelee wird der Belag für eine leckere Pizza sein. Wie wird unser Wulfo sie zubereiten? Oh.
soll er tun? Wow! Jeder wird die Regenbogenpizza mit einer Schicht fettigem Käse mögen. Pizza ist nicht nur lecker, sondern auch einfach zu machen. Du kannst es auch versuchen und Wulfu deine Ergebnisse zeigen.